Das wichtigste Werkzeug zum Navigieren innerhalb der Philo Map ist die Computermaus. Das Mausrad wird zum Rein- und Rauszoomen genutzt. Ohne Mausrad kann man dasselbe mit einem Doppelklick der linken Maustaste zum Reinzoomen, mit der rechten Maustaste und Drücken der Shift-Taste erreichen. Durch Festhalten der linken Maustaste und einem Bewegen der Maus wird die Ansicht verschoben. Ein Ausschnitt wird mit gedrückter Shift-Taste auch direkt ausgewählt. Mit den Cursor-Tasten ist ein Verschieben des Bildschirmausschnittes ebenfalls möglich. Sollte mal der Überblick verloren gehen, so wird mit einem Klick auf die Taste Startansicht dieselbe wiederhergestellt. Ein direkter Sprung auf eine bestimmte Rangstufe ist durch Anklicken der Rangstufennamen oberhalb der Zoom-Schiebeleiste möglich. Durch Verschieben des Verschiebereglers ist ein mausradunabhängiges Zoomen möglich. Durch Zoomen innerhalb einer Rangstufe muss der Schalter Automatik durch Klicken in den fixierten Modus gebracht werden. So ist es zum Beispiel möglich, alle Familien gleichzeitig auf dem Bildschirm darzustellen. Die Hauptgruppenschalter oben links ermöglichen die Ansichtsauswahl zwischen bebilderter und unbebilderter Karte. Die Labels können mit diesem Schalter an- und ausgeschaltet sowie die Sprache ausgewählt werden. Die Voreinstellung ist wissenschaftlich und deutsch. In der Eingabemaske kann man direkt nach dem Namen von Lebewesen suchen. Die Suche nach Namensbruchstücken ist ebenso möglich wie die Suche nach umgangssprachlichen Namen, zum Beispiel Frösche. Hierzu ist aber die vorherige Sprachauswahl zu beachten. Hinter der oberflächlichen Karte befinden sich viele weitere Informationen, die mit einem rechten Mausklick auf ein Taxon verfügbar werden. Zunächst erscheint dann ein Extrafenster mit verschiedenen Bedienelementen und zentral die klassische Kladogrammansicht des gewählten Taxons. Mit den oberen Reitern kann man dabei zwischen der äußeren und der inneren Phylogenie wählen. Auf Artebene entfällt natürlich die innere Phylogenie, stattdessen wird an dieser Stelle dann eine Liste der sämtlichen synonymen Arten angegeben. Der rechte Reiter zeigt eine Zusammenfassung der Klassifikation und gibt zusätzlich unten links die Anzahl der Taxa in der nächsttieferen Ebene an und unten rechts die Anzahl der Arten insgesamt. Die unteren Schalter der äußeren und inneren Phylogenie-Reiter geben die verwendete Quelle zur Phylogenie, eine Exportmöglichkeit der Kladogramme sowie verschiedene Möglichkeiten zur Beeinflussung der Kladogramme-Ansicht an. Ganz unten links wird der Name der Bildautoren sowie gegebenenfalls ein Link zur Originalquelle angegeben. Ein Link zur gewählten Ansicht kann man sich durch Anklicken auf den Schalter Link geben lassen. Dieser Link wird auch für weitere LiveGate-Versionen erhalten bleiben. Damit wären die groben Bedienmöglichkeiten des LiveGate erklärt. Die Bebilderung wird ständig fortentwickelt und verfeinert. Bei rein schwarz unterlegten Polygonen liegt noch keinerlei Bild vor. Auf Artebene fehlen bei grauen Polygonen noch die Zusagen der Rechteinhaber. Verschiedene Violettabstufungen zeigen vorhandene, aber noch nicht implementierte Bilder an. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß beim Suchen, Finden, Entdecken und Staunen unter dem LiveGate-Motto LiveGate, we belong together.